Ja, dann würde ich mal sagen, hallo YouTube, hier ist der Sorek. Ich hatte ja gerade, vielleicht hat es der ein oder andere gemerkt, einen Livestream im Laufe gehabt, so ganze 4 Stunden, obwohl 2 Stunden angesetzt waren. Deswegen bin ich damit ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Hab mich auch sehr gefreut an alle, die zugeschaut haben. Ich glaube, ich hatte zwischendurch 11 Zuschauer. War ich sehr, sehr zufrieden mit, hat mich echt überrascht, dass sich da Leute tatsächlich die Zeit nehmen. Und jetzt hier noch ein Abschlussspiel sozusagen mit dem Randy. Habe ich gerade gespielt, ich hatte das auch live aufgenommen, aber da gab es leider so ein paar Probleme schon, was die Verzögerung angeht. Und übrigens müsstest du mal den Game Sound ausmachen. Ich mach schon alles gut. Jedenfalls, habe ich mit dem Randy hier noch eine Runde gespielt. Jetzt gucken wir uns das Spiel nochmal an im Kino-Modus. Also der Randy ist auch hier gerade live dabei, deswegen heiße ich dich erstmal willkommen, Randy. Hallo? Ja, willkommen zurück. Danke für die Einladung. Ja. Ja, ich habe zu danken. Der Rand hat hier wirklich sehr, sehr lange gewartet, bis ich alles vernünftig gemauschelt habe und selbst dann habe ich geschrieben. Deswegen gucken wir uns das jetzt im Kinomodus an. Ja, meine Fresse war auch im Stream. Also, ich hoffe, das kam auch einigermaßen vernünftig an. Wahrscheinlich nicht, aber habe ich die jetzt hier einfach nochmal laufen, weil mein Bruder eben sein Netzwerk hier neben stehen hat. Der hat auch das auch alles gemanagt, die ganze Stunde. Vielen Dank nochmal dafür. Er sitzt hier noch gerade neben mir, guckt sich hier noch gelangweilt das letzte Spiel von mir an. Und ich wollte mit dem Randy halt noch so ein bisschen quatschen, ein bisschen über Halo Reach. Ich hatte es ja schon letztens mit Funks gemacht. Und zwar spielt der Randy auch eher viel Halo Reach. Und dann möchte ich dir aber erstmal fragen, Randy, warum? Wie kommt das Ganze? Ja, also, ja, ich würde sagen, weil irgendwas passt mir an Halo 4 einfach nicht. Ich weiß nicht, ich kann es nicht so genau beschreiben. Es ist eigentlich wie bei Funks, hat er letztes Mal auch gesagt, mit den Maps. Ich finde die Maps irgendwie, gefallen mir irgendwie nicht. Das fand ich einfach, ich meine, in Reach habe ich wirklich jede Karte wirklich sehr gerne gespielt. Dies ist in Halo 4 allerdings nicht der Fall, zum Beispiel Adrift und die ganze andere Scheiße. Entschuldigung, spiele ich nicht so gerne. Okay, also liegt's bei dir auch eher an den Maps. Ich habe das Gefühl, das ist eher so ein Massenphänomen. Du bist schöne Nate hier und ich glaube, die wird mich ausschalten. Ja, hier habe ich schön rumgechuckt. Ihr hättet das einfach mal live sehen sollen. Das ist wirklich ein tolles Erlebnis. Aber ich lasse es auf jeden Fall nochmal laufen. Verzeihung, weil das einfach ein gutes Spiel war. Na jedenfalls, okay, Randy spielt hier Halo Reach. Also wenn ihr einen guten Mann wollt für Halo Reach, der hat jetzt vielleicht hier so ein bisschen Pech gehabt gegen mich. Übrigens hier schöne Nate von mir. Na jedenfalls, wenn ihr einen guten Spieler braucht, der spielt viel MLG, oder? Ist doch so, ne? Ja, ist doch richtig? Eigentlich ja. Nur mal dann schreibt ihm an, mit ihm habt ihr einen guten Mann. Ja, eigentlich nur mal. Na gut, und dann möchte ich den Randy halt noch so ein bisschen was fragen. AT, läuft das noch? Was gibt's da zu erzählen? Oder ist das für dich so ein abgehaktes Thema? Sag uns mal so ein bisschen was dazu. Ja, also AT läuft noch. Das ist, wir haben jetzt halt ein bisschen, also in Halo 4 wollten wir eigentlich auch bald wieder anfangen. Nur halt hat uns in letzter Zeit ziemlich die Motivation dazu gefehlt. Aber wir haben eigentlich auch 2 neue Member mit dem Madness und dem Miley Cyrus. Und ja, also ich denke schon, dass wir auf jeden Fall noch Halo 4 spielen werden, aber jetzt, also es dauert noch ein bisschen. Also Miley Cyrus ist tatsächlich ein Kerl. Ja, das ist eher ein Spaß, also er hat es eher als Joke gemacht. Und ja, ich fand es auch ziemlich amüsant. Ja, ich fand es auch sehr, sehr amüsant. Ich hatte letztens, als ich Halo Reach reingelegt habe, gesehen, ich dachte mir so, was ist jetzt los? Macht sich ja AT die Perlen klar. Ja. Das ist ein schöner Snipe-Schuss, muss ich sagen. Fandest du das nicht auch gut? Ja, natürlich. Ich lasse das Spiel einfach hier nochmal so im Hintergrund laufen, das ist wirklich sehr, sehr gut für mich gelaufen. In Wirklichkeit hatte das so. Es steht da so ein bisschen knapper zwischen mir und dem Randy. Ich hatte jetzt länger nicht Halo Reach gespielt. Und Randy einfach die ganze Zeit. Wird immer besser und besser, also Overlevel 9000 oder so, keine Ahnung. Und mein Bruder hier auch schon relativ gelangweilt neben dir, aber vielen Dank nochmal, dass du das managst. Übrigens, findet ihr, soll ich das sagen, deinen Channel? Ja, ich will nicht. Findet ihr den unten in der Beschreibung, könnt ihr mal vorbeischauen. Ist eine andere Konsole, um genau zu sein, die Nintendo Wii. Vielleicht interessiert das doch den einen oder anderen und dann schaut ihr mal vorbei, lasst ihm ein Abo da oder so. Oder einen schönen Kommentar, ich glaube, das macht er ganz gut, da gibt sich doch viel Mühe. Na jedenfalls, Randy, möchte ich nochmal so ein bisschen mit dir quatschen, einfach so drauf los, also sag mir so ein paar Sachen. Schieß los, was gibt's zu erzählen aus deinem Leben? Ja, ich muss gerade überlegen, eigentlich gibt's nichts wirklich Neues. Okay, ja, das finde ich ein bisschen schade, weil mir jetzt auch gerade wieder nicht so einfällt, was ich sagen soll. Ich glaube, das Phänomen tritt häufiger auf bei mir. Ja, was passiert. Hattest du in meinem Stream zugeguckt? Ich glaube, du hattest vorhin gesagt, nein, oder? Nee, ich habe leider nicht zugeguckt, weil ich in der Stadt war.
shoppen. Ah, okay. Nee, ich hab leider okay, da hat sich übrigens der Rapper hier, macht er sich hier auf Captain wichtig. Übrigens hier hat der Randy sich gerade noch für die Camo versteckt gehabt, aber die habe ich im Spiel gesagt, die ist weg, immer muss sie auch fair sein. Na jedenfalls, hast du da echt was verpasst, weil ich glaube, das ist ganz gut gelaufen, nur ich hatte es leider nicht mit aufgenommen, deswegen kann man sich die Wiederholung nicht anschauen. Das ist, denke ich, auch so ein Entschädigungsvideo. Das 100-Abonnenten-Video kommt auch noch. Ich verrate euch auch schon mal, das Gameplay wird vom Slammer Jammer in Halo 4 sein. Und ich glaube, er ist nur noch Slammer inzwischen. Und der Ripper, der wird mit dem ist auch ein Halo Reach Gameplay entstehen, wenn er ein gutes er spielt. Er ist ja noch fleißig im Spielen, hatte ich ja gesagt. Also könnt ihr darauf auch schon mal gespannt sein. Es wird hier weiter ein Halo Reach bei sein. Und auch mit dem Stream, ich weiß nicht, hatte ich schon gesagt, Randy, dass das Stream wiederkommen wird im Winter? Also den ja, Ferien? Das hatte ich schon gesagt. Eben halt gesagt, ja. Ja. Also noch nicht. Also Winterferien, ja. Euer Laptop, wenn ich es noch nicht gesagt haben sollte. Also kommt das. Und jetzt sind es ja auch noch 4 Punkte für mich zur Musik, beziehungsweise 12 für den Randy, also seid gespannt, wer hier gewinnt. ja, kleines Scherz hier muss ja auch sein. Ah. Ja, jedenfalls, ich bin jetzt echt so ein bisschen erschöpft, ich war auch sehr, sehr nervös. Am Anfang hatte ich meine Hand mal ins Stream reingehalten, ich war sehr, sehr ins Gitter. Aber naja, hat sich das gewählt, der hat mich da so ein bisschen motiviert. Ja, genau so. und auf jeden Fall ist das dann so ein bisschen abgeflogen mit der Zeit. Ich hatte sogar einige gute Spiele dabei, oder einigermaßen gute Spiele. Ich hatte aber auch gute Teammates, alle Leute, die da mitgespielt haben, vielen Dank dafür nochmal. Und auch sonst so Leute, die mir konstruktive Kritik da lassen auf YouTube. Wirklich auf YouTube konstruktive Kritik. Das ist krass. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Auch danke an Randy hier, dass er sich hier Zeit genommen hat. Ich weiß nicht, ich finde das einfach klasse, dass das Spiel, obwohl es tot scheint für viele, noch läuft. Es flasht mich wirklich. Das mag jetzt ein bisschen gestellt klingen und übrigens hier schöner Schuss, finde ich. Aber echt, ich bin echt fasziniert, dass das hier doch noch läuft, obwohl so viele sagen, das Spiel ist tot. Ich bin echt zufrieden damit und ich hoffe, das wird so weiterlaufen bis Halo 5, dann bleibe ich auf jeden Fall noch am Ball. Also auf mich könnt ihr euch da verlassen, es werden jetzt auch regelmäßiger Videos kommen unter der Woche. Also die ganze nächste Woche plane ich auf jeden Fall jeden Tag ein Video hochzuladen. Und ich hoffe, das wird mir gelingen. Auch wieder natürlich Gameplays von euch, hatte ich ja gesagt, Randy, wenn er was Gutes erspielt, schickt das mir ein, Slammer Jammer, das Video kommt auch noch. Man verabschiedet ihn auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal an alle Leute, die zugeschaut haben. Vielen Dank, Randy, dass du dir hier nochmal die Zeit genommen hast, ein bisschen mit mir zu quatschen, damit ich nicht so alleine bin. Hast du den Leuten noch irgendwas da draußen zu sagen? Ja, nee, eigentlich nur danke, dass ich dabei sein durfte und ja, vielleicht sieht man sich ja mal irgendwann mal wieder. Alles klar, auch an dich nochmal ein Danke. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Vielen Dank nochmal, haut rein, ciao, ciao.